dabei seid. Ja, heute möchte ich euch etwas ganz Besonderes vorstellen. Es ist erst seit kurzem draußen, sprich seit dem 19.01.2012, wenn ich mich nicht ganz irre. Es geht einmal um den iBook-Autor, der Mac App Store erhältlich ist, für einen Nulltarif von Apple. Und dazu natürlich das Gegenstück, beziehungsweise den Reader nenne ich es mal, den iBook-Version 2. Ja, viele sagen jetzt bestimmt, ja, ich habe so ein iBook-Ding auf meinem iPad drauf, habe ich noch nie benutzt. Ja, war bis jetzt auch immer recht uninteressant, fand ich auch. Da konnte man ja ganz normal damals in EPUB-Format seine Bücher drauf lesen, das war auch okay und hat funktioniert. Konnte man die Hintergrundfarbe ändern, konnte man Lesezeichen setzen, Seiten suchen etc. Das war es dann auch. Apple hat gesagt, das reicht uns nicht. Es gibt auch so viel Publisher auf dem Markt wie Adobe, die jetzt mit DPS gekommen sind, oder Woodwing oder Quark, die alle irgendeine Lösung für iPad Publishing liefern. Und da wollte Apple jetzt mit einem tollen Produkt hinterher. Kurz vorweg, der Vorteil ist einfach wirklich, es kostet einfach nichts. Ich meine, wenn ich bei Adobe mit der DPS arbeite, dann zahle ich erstmal jeden Monat schön, dass ich die Serverkosten, den Server da miete, dann die Publikation, die Downloads im App Store und hier der iBook-Autor, die Software ist kostenlos, das Reinstellen ist kostenlos. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen kostet, ist die eigene Zeit zu investieren, ein Buch zu erstellen. Aber das sollte ja selbstverständlich sein. Von daher eine tolle Variante, um selbst mal in den Genuss zu kommen, ein eigenes Produkt für Apple zu, beziehungsweise nicht für Apple, sondern für Apple-User zu produzieren. Und das wirklich zum Nulltarif. Wir können mit dieser Geschichte jetzt ganz verschiedene Sachen aufziehen. Also wir brauchen hier nicht irgendwelche Bücher machen, mehr die nur aus Text bestehen, irgendwelche Romane oder so, sondern wir können wirklich interaktive Bücher gestalten, mit interaktiven Elementen versehen, dass das wirklich Spaß macht, sich anzugucken, viel mit Bildern arbeiten, Videos, HTML5, JavaScript können wir arbeiten, das wollen wir uns gleich alles einmal angucken. Ja, Apple, klassisch gesehen, liefert uns wie immer 6 brillante Vorlagen, die uns schon mal einen kleinen Einblick gewähren in das tolle Programm, was uns Apple hier liefert. Ich nehme jetzt hier einfach mal die obere Vorlage und wir sehen, es öffnet sich der Autor. Ja, alle Leute, die mit iWork arbeiten, die sagen, hey, das kommt mir irgendwie total bekannt vor alles. Ja, mir auch, so ging es mir auch. Wenn man hier nur rechts guckt, Information, Farben, wirklich, da ist die Verwechslung ähnlich. Da kann man auch mal denken, oh, habe ich jetzt Pages offen oder was ist hier los? Nein, wir sind hier richtig, wir sind hier bei iBooks Autor. Wirklich echt genial gemacht, wiedererkennungswert zu 100%, muss ich sagen. Manche Buttons, die kennt man dann natürlich noch nicht, wie zum Beispiel der hier oder der hier. Aber ich denke mal, die sollten fast selbsterklärend sein. Ja, hier oben, wie gesagt, haben wir unsere Werkzeuge bzw. Objekte, die wir auf dem iBook platzieren können. Hier in der Mitte finden wir unseren Content der aktuellen Seite, den wir bearbeiten können. Auf der linken Seite haben wir unsere Buchübersicht und hier oben haben wir noch eine kleine Zeile, um unseren Text zu formatieren, zu bearbeiten etc. Ja, wollen wir auch gleich mal anfangen. Wie funktioniert das hier? Ja, wir haben hier auf der linken Seite eine Seite von unserem Buch ausgewählt, was zurzeit die Titelseite ist. Klicken hier einfach drauf, können diese Box sozusagen, die hier dargestellt wird, einfach verschieben, wie wir möchten. Wir bekommen auch, wie ihr seht, sofort Hilfslinien angezeigt, die wirklich sehr praktisch sind. Können mit einem Doppelklick hier reingehen, den Text bearbeiten, wie wir machen. Hallo Welt, das passt hier ja sozusagen sogar. Total easy und einfach. So springen wir jetzt auch zu den zweiten Seiten hier. Hier haben wir sozusagen einen Abschnitt und hier drunter eine Seite. Um jetzt zum Beispiel einen neuen Abschnitt oder eine Seite anzulegen, ist es ganz einfach. Wir klicken hier auf Seite hinzufügen, können einen Abschnitt, ein Kapitel hinzulegen, ein Vorwort, eine Seite, die vielleicht einspaltig, zweispaltig, dreispaltig, leer, Standard sein soll. Sprich, Apple nimmt uns hier wirklich an der Hand. Aber nicht nur bei den Erstellen von Seiten, sondern halt auch von den Elementen. Hier oben finden wir sozusagen unsere 5 wichtigsten Punkte, sage ich mal. Wir können Textfelder erstellen, das sind diese einfachen Boxen, wo ich Text reinschreiben kann. Das sind genau wie diese hier auch, die ich dann verschieben kann, wenn ich sie anklicke, in der Größe, natürlich auch skalieren kann.
Hier kann ich natürlich dann auch arbeiten mit den Werkzeugen. Wenn ich hier sage, zack, etc., kommt wahrscheinlich jedem bekannt vor. Auch wer nicht mit iWork gearbeitet hat, der findet sich hier sicherlich schnell zurecht, da vieles selbsterklärend ist. Ja, das ist sozusagen das Textfeld, die Formen, auch total easy. Hier haben wir eine Form, die können wir dann einfach hier nehmen und aufziehen. Sehr schön, können die Endpunkte bestimmen, können die Größe bestimmen. Auch wieder sehr einfach gemacht. Kennen wir auch schon aus der iWork-Familie. Hier unter Form haben wir natürlich auch die Möglichkeit, so ein Photoshop-Werkzeug, so Pfade-Werkzeug, wer es kennt, zu benutzen, wo wir dann sozusagen unseren eigenen Pfad mit zeichnen können. Also wir sind nicht angewiesen, hier vorgefertigte Formen zu nehmen, sondern wir können auch selbst welche zeichnen. Ja, Tabelle sollte auch jedem klar sein. Hier haben wir eine Tabelle, die wir anlegen können und mit Inhalten füllen. Hier bekommen wir gleich von Informationen das Tabellenobjekt auf dem Reiter Tabelle eingeblendet, wo wir diese auch nochmal gern formatieren können. Auch kein Problem, sehr einfach und schön gemacht. Ja, was haben wir hier noch? Diagramme. Ja, die Diagrammauswahl ist wirklich schön. Wir haben hier einmal auf der linken Seite 2D-Diagramme, auf der rechten Seite unsere 3D-Diagramme. So, wählen wir hier mal eins aus. Hier auf der rechten Seite bei mir öffnet sich auch schon das Feld, wo man die Matrix sozusagen bestimmen kann. Und hier haben wir nun ein schönes 3D-Diagramm. So, hier könnte man noch die Sachen bestellen. Die Achsen hier könnte man hier noch ziehen, wie man es möchte. Wirklich tipptopp gemacht, sieht klasse aus. Man kann wirklich auch toll hier mit Präsentationen dann vorführen. Man kann sich ein kleines iBook machen mit einer Präsentation, die man dann vorführt. Mit dem iPad zum Beamer. Geht ja auch schon alles über die richtigen Verbindungskabel. Tolle Sache und wirklich auch schnell gemacht. Muss man sagen, ist fast wie ein Keynote hier, wo ich die Seiten anlegen kann und dann halt auch noch in den Store publishen kann. Ja, Diagramme, denke ich, sollten auch selbsterklärend sein. Schön gemacht, auch vom Design, gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, und jetzt kommen wir zu den Widgets. Die Widgets sind auch wirklich das Tollste eigentlich, muss ich sagen, hier. Ich gehe mal auf eine neue Seite. Die Widgets bieten uns diese wirklich Interaktivität. Klar, mit Tabellen, naja, und Diagrammen. Diagramme sind schon mehr Interaktivität, aber hier haben wir wirklich eine Vielfalt von interaktiven Elementen. Ich denke mal, Apple wird mit Updates auch die immer erweitern und somit da immer was Neues bieten. Eine Galerie sollte selbsterklärend sein. Eine Galerie ist sozusagen ein Objekt, wo wir verschiedene Bilder aussuchen können, die dann hier auf Reitern bestimmt wird und wir durchklicken können. Dies können wir dann mit dem Tab ganz einfach auf unserem iPad durchgehen und die Bilder uns angucken. Nächstes Widget, Medien. Medien ist einfach ein Videoplayer, wo wir ein Video drin einbetten können und uns dieses angucken können. Finde ich klasse. Auf dem iPad ein Video im Buch angucken, super. Also ich meine, wenn man die Sachen wirklich gut kombiniert, kann man da wirklich eine tolle Lektüre raus machen, wo man vielleicht, vielleicht Lerninhalte, zum Beispiel iTunes U für University, ist ja jetzt auch wieder ganz groß aufgelegt mit einer neuen App und ich denke, da kann man echt viel mitmachen. Ja, Wiederholungen haben wir eine einfache Liste sozusagen, wo wir sozusagen Fragen mit beantworten können. Wir könnten zum Beispiel hier 20 Seiten über Raumfahrt schwafeln und zum Schluss einen kleinen Test machen über den Inhalt. So haben wir nicht nur den Text und vielleicht Videos, wo man was lernen konnte, sondern wir können es sogar auch noch überprüfen. Ja, finde ich echt klasse. Ich entferne hier mal wieder ein paar Objekte, dass uns das hier nicht zu voll wird. Zack, 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 wirklich ganz schnell. Ihr seht, wie schnell ich das jetzt zack, markieren und wegklicken, zack. Keynote, auch ein tolles Feature. Hier können wir ganz einfach unsere Keynotes, die wir vielleicht schon mal erstellt haben oder noch erstellen wollen, drin einbetten, drin anzeigen lassen und somit haben wir dann auch noch die Vielfalt von Keynote. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass man mit iBook-Autor genau das gleiche publizieren kann wie bei Keynote, weil einfach zum Beispiel solche Sachen fehlen wie Übergänge, was man hier ja gar nicht braucht. Dies könnte man ganz einfach in Keynote bauen und eine kleine Keynote sozusagen hier einbetten. Man braucht ja die Keynote nicht auf einem kleinen Feld lassen, man kann die natürlich auch schön hier auf eine ganze Seite ziehen beispielsweise und
diese hier drinnen demonstrieren. Ja, dann finden wir noch interaktive Bilder. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Hier können wir sozusagen ein Bild einbetten und wenn man an einem bestimmten Punkt auf dem Bild klickt, dann öffnet sich zum Beispiel hier dieses Informationsfenster. Wir können hier auch schon gut sehen, das Bild zoomt auch ein bisschen ran. Das wäre zum Beispiel praktisch für Landkarten, wo man auf die Städte klicken kann und dann kriegt man dazu Informationen. Wirklich sehr schön. Oder man hat ein Auto und klickt auf Reifen und dann poppt da auf Autoreifen von XY-Firma, toll im Winter, etc. Ja, 3D-Objekte, wirklich auch eine tolle Sache. Hier können wir einfach eine 3D-Datei sozusagen platzieren, die man dann hier drinne drehen kann. Praktisch zum Beispiel, wenn ich eine Schraubenfirma bin, ich hab eine neue Schraube rausgebracht, will ich die meinem Kunden auf meinem iPad zeigen, hey, Kunde, willst du mal eine neue Schraube kaufen? Dann sagt er, ja, muss ich mir mal angucken vom Gewinde etc. Und dann kann er sich gleich auf dem iPad die angucken, drehen etc. Klasse Geschichte. Ja, und das Tollste, also was mich wirklich am meisten mitreißt, ist dieser Punkt hier. Hier haben wir nämlich die Möglichkeit, hier wird uns sozusagen ein Objektrahmen gegeben, wo wir HTML-Code schreiben können, beziehungsweise als Formatierungssprache benutzen können. Soweit ich weiß, funktioniert da auch JavaScript drin, habe ich jetzt aber noch nicht getestet. Da wir hier eine HTML-Datei auswählen müssen, habe ich jetzt hier leider gerade nicht die Möglichkeit, dies just zu probieren. Werde ich aber nochmal gerne in Erfahrung bringen. Ihr könnt es auch selbst machen. Wie gesagt, das Tool ist kostenlos. Das kann man auch mal runterladen. Schadet ja nicht. Schmeißt man im Notfall wieder weg, wenn man keinen Bock drauf hat. Und gut ist. Ja, das sind sozusagen im Groben jetzt die Elemente. Auf der linken Seite, wo ich noch nicht drauf eingegangen bin, sind hier im oberen Teil über den Seiten noch verschiedene Punkte. Einmal das Glossar, da können wir sozusagen unsere Fremdwörter mit Erklärungen anlegen. Inhaltsverzeichnis können wir hier separat anlegen über diesen Punkt. Einführungsmedien, zum Beispiel ein Hallo, ich bin Jonathan Schneider, willkommen bei meinem Buch. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid und viel Spaß mit diesem Buch. Video zum Beispiel. Buchtitel, ganz normal, das ist sozusagen das Coverbild, was sozusagen im iBook-Regal steht. Ja, hier oben haben wir halt noch eine Darstellungsmöglichkeiten, können uns sagen, was eingeblendet werden soll, kennen eigentlich auch alle User von iWork wieder. Buchgliederung können wir uns gerne hier an der Seite noch anders anzeigen lassen, Steuerzeichen anzeigen, Linear anzeigen lassen, also die volle Vielfalt. Hier links daneben, wenn ich mal wieder auf eine Seite gehe, haben wir hier noch die Ausrichtung. Das Tolle ist, Apple übernimmt die Ausrichtung fürs Hochformat. Sprich, wir konzentrieren uns eigentlich nur aufs Querformat und das Hochformat wird automatisch sozusagen von Apple übernommen und generiert. Hier sind zwar jetzt keine interaktiven Elemente drauf, aber ihr könnt sehen, dieses Welt, was ich formatiert hatte, ist auch rot. Also hier, sprich, können wir einmal beim Hochformat nochmal draufgehen, nochmal angucken, ob es stimmig ist. Aber wir brauchen sozusagen die Datei, die Seite nicht zweimal immer komplett von vorne basteln. Sehr schön. Ja, das Interessanteste, was hier noch zu sehen ist, ist einmal veröffentlichen. Das ist sozusagen, da können wir unser Buch in den E-Bookstore publishen. Einfach, ganz einfach, Titel vergeben, speichern unter. Dann haben wir eine Datei, die wir hochladen können. Hier findet man dann noch weitere Informationen dazu. Auch sehr easy gemacht. Eine Vorschau kann man noch generieren. Auch sehr schön. Ich habe jetzt mein iPad auch angeschlossen gerade, kann ich euch leider jetzt schlecht zeigen. Man öffnet den E-Book-Store auf dem iPad, die Vorschau wird generiert, man kann sich dieses Buch auf dem iPad angucken und alles sofort ausprobieren. Wirklich sehr schön. Was finde ich noch klasse? Wir haben hier Exportfunktionen. Die Exportfunktionen sind jetzt leider hier auf der anderen Seite, da sind sie, eingeblendet. Die findet man dann unter Ablage und Export. Das seht ihr oben zurzeit nicht, da ich auf meinem zweiten Monitor bin und die Leiste leider auf dem anderen ist. Ja, was haben wir für Möglichkeiten? E-Books natürlich können wir es exportieren. Wir können es auch als PDF exportieren, was wir erstellt haben, und als reinen Text. PDF, denke ich mal, ist jedem ein Begriff. Ein Text sollte auch jedem ein Begriff sein, aber ich meine, PDF, da kann jeder mit umgehen. Das ist plattformunabhängig. Da können auch Leute von Windows was mit anfangen.
und können, so könnte man die Dateien halt auch weitergeben. Sprich, wir können halt auch printlastig unser Buch, was wir für den E-Book-Store erstellt haben, auch ausdrucken, wo natürlich da jetzt keine interaktiven Elemente drauf funktionieren, aber wir können es dann halt auch ja, ausgedruckt weitergeben, aufbewahren, aufheben, angucken und auf inkompatiblen Android-Tablets uns auch nochmal als PDF angucken. Ja, das war eigentlich der kurze oder lange Überblick, wie man es nennen möchte, über den iBook-Autor mit der Kombination des neuen iBook-Stores. Würde mich freuen, wenn ihr auch großes Interesse daran habt, da mal ein bisschen nachzuforschen. Ich bin stark der Meinung, das ist ein großer Konkurrent der Adobe DPS. Ich würde gerne eure Meinung nochmal dazu hören, was ihr dazu sagt. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Also bis dann und bis zum nächsten Video.